Hey und willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Valhalla. Erstmal hole ich mir ein paar neue Missionen ab. Hast du einen Vertrag für mich? Endlich mal jemand Verlässliches, der ordentliche Arbeit macht. Mensch, Junge, du kennst mich doch. Dieses Ziel hat ein Talent für dich. Ich habe etwas Opal auf deinen Erfolg gesetzt. Wenn du scheiterst, bin ich pleite, aber... Das ist mir egal. Wir sehen uns später. Also dann, leb wohl! Ja, tschüss und jetzt muss ich mal gerade reinschauen in die Quest. Refnatorp, glaube ich. Nee, dann habe ich da eigentlich schon alle gemacht. Egal. Macht nichts. Wir gehen jetzt abgeben zu Randvi. Lagebericht, denn die Ragnar-Brüder sind ja jetzt auf unserer Seite. Die Ragnar-Söhne. Oh, ein Festmahl. Das habe ich eigentlich lange nicht gemacht. Das könnten wir doch mal machen, komm. Boah, das fällt ja mal runter. So, und dann gehen wir zu Randvi. Das ist mein Thron. Eigentlich ja nicht, ne? Ah, du hast es hierher geschafft, Chilbert. Dank Sigurd. Er war ein guter Führer und noch bessere Gesellschaft. Er hat mir erstaunliche Geschichten erzählt. Die besten handelten von dir. Ich hoffe nichts, was mir peinlich sein muss. Es gab ein paar besondere. Entschuldigung, aber was ist mit Legra Kestashir? Das Bündnis ist besiegelt. Die Söhne Ragnars sind Freunde unseres Clans. Schön zu hören. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Das reicht aber noch nicht für Level 5. Der Titel Jarl bezeichnete früher einen Mann, der nur dem König untergeben war. Aber das hat sich gewandelt. Nun kann der Jarl ein Anführer sein oder ein Mann, der über Reichtum und Einfluss verfügt. Die Welt ist heute größer und in viele Teile zerbrochen. Unsere Sprache muss sich anpassen, um Schritt zu halten. Ein interessanter Gedanke. Chilbert, dein Vater wollte, dass du lernst, nicht lehrst. Dann musst du beginnen, Eivor. Was hast du in letzter Zeit herausgefunden? Der Clan hungert nach Wissen. Du willst, dass ich eine Rede halte? Nun gut. Freunde, hört mir zu. Und hört eine Geschichte von Triumph und Mühsal. Seit unserer Ankunft bin ich weit gereist und sah die Felder und Straßen dieses neuen Englerlands. Auf meinen Reisen knüpfte ich starke Bündnisse. Der ehrenvolle Ceolwulf, König von Mercia, ist nun unser Freund. Und im Süden haben Jarls Konasoma und die Dänen von Grantabrück einen Treueschwur geleistet. Durch Sigurds Hand und meine stärken wir stetig die Bande zu. In deinen Geschichten stellst du dich immer auf eine Stufe mit Sigurd. Ob Sigurd das auch täte, wenn er hier wäre? Sigurd weiß, was ich erreicht habe, und er würde angemessener feiern, als ich es tue. Aber das schmälert nicht eure Erfolge, euer aller Erfolge. Denn ich sitze hier zwischen den entschlossensten und stärksten Kriegern, die ich kenne. Und so hebe ich mein Horn. Zuerst auf Sigurd, möge er bald zurückkehren. Und auf den Rabenclan, die besten Freunde und Krieger. Auf Sigurd! Auf Sigurd! Möge er kommen und uns von dir erlösen. Und möget ihr alle dem Ale so zugetan sein wie Dark.
Skål! Skål! Denkst du, ich bin betrunken, Eva? Würde es meine Worte mildern? Deine Worte waren deutlich genug, aber es würde deine Kühnheit erklären. Ich weiß, was ich hier sehe. Ich sehe jemanden vor mir, der einen Teil von Sigurds Ruhm für sich beansprucht. Es gibt in dieser Welt genug Ruhm für jeden, den sich verdienen will. Und ich weiß, wie viel davon mir gebührt. Wie ich's mir dachte. Du! Angreifer! Sie kommen vom Fluss! Offenbar Dänen! Dänen? Wie viele? Zu viele. Komm, die Schlacht tobt bereits. Die Hunde! Wieso wollen die Dänen Streit mit uns? Wer kämpfen kann, greife sich eine Waffe. Alle anderen bleiben hier. Hä, warum jetzt die Dänen? Zu mir! Da stimmt was nicht. Auf euch wartet hier nichts als der Tod! Das ist aber ein langer schwarzer Bildschirm. Aua! Haltet sie vom Langhaus her! Hallo? Mein Gott, steh doch nicht da rum. Nein, du bist tot! Tot! Alter, war das geil. Komm hoch! Hoch mit dir! Wir haben keine Sandis, Mann! Da liegt er schon wieder. Wir brauchen jeden Mann. Komm, wo sind die eigentlich? Hä? Ach, da ist noch einer. Wer hat euch in den Tod geschickt? Richtet euch nach mir! Das war der letzte. Waren das jetzt alle? Die Flüsse sind ruhig. Waren noch mehr auf dem Weg, haben sie kehrt gemacht. Ihren Farben und Zeichen nach zu urteilen, kamen sie aus Gautaland. Aber ohne einen Überlebenden werden wir wohl nicht erfahren, warum. Hier ist einer! Das Getier kroch zum Fluss. Er wollte wohl wegschwimmen. Hab Mitleid. Und wir könnten vielleicht Verbündete werden. Verdiene dir dieses Mitleid mit einer schnellen Zunge. Woher kamt ihr und warum habt ihr uns angegriffen? Wir lagern in East Engla. Gerade angekommen und hungrig nach Silber. Ihr seid vom Kurs abgekommen. Dies ist Mercia. Es war uns befohlen. Von wem?
langweilst mich. Der nutzlose Hund schnüffelt an deinem Arsch auf der Suche nach Silber. Töte ihn. Dein Schweigen verwehrt dir Freundlichkeit. Ich frage noch einmal. Wer schickt euch? Der Wind. Und die Flüsse werden uns nach Hause tragen. Er fleht um den Tod, Eivor. Erlöse ihn. Oder sende ihn zurück als Warnung. Soll er seinen Leuten sagen, dass sie hier nur der Tod erwartet, sollten sie zurückkehren. Ach, der war respektlos. Komm, wir sind jetzt mal ein bisschen unehrenhaft. Die werden schon genug gewarnt, wenn die gar nicht zurückkommen. Von daher muss er jetzt dran denken. Möge man dich in deiner Heimat betrauern. Wir werden es nicht tun. Eivor, meine Späher hätten ihm zu seinem Lager folgen können. Vielleicht hätten wir mehr erfahren. Der Preis für Respektlosigkeit ist der Tod, Randvi. So hätte Sigurd auch gehandelt. Wie soll ich Pläne schmieden, wenn mein Rat nicht gehört wird? Seine Dann hättest Rückkehr du das mal gleich hätte sagen die Botschaft sollen. Gesendet, dass wir weich und feige sind. Jetzt werden uns diese missratenen Dänen fürchten. Vergib meine Hast, Randvi, aber Dark hat recht. Endlich siehst du klar. Ich bete zu den Göttern, dass es so bleibt. Wir sollten hier aufräumen und die Leichen aus dem Lager schaffen. Einverstanden. Dann reden wir darüber, wie es weitergeht. Gemeinsam. Das war jetzt Quark, ey. Dann hätte die mir ins Ohr flüstern können, dass die Speer hinterher wollen. Das war wohl eine Fehlentscheidung. Egal. Auch damit muss ich jetzt leben. Eine Nachricht für mich. So ein guter Junge. Ja, ne, so ein guter Junge. Wo ist eine Nachricht? Oh, hallo. Neuen Brief lesen. Wir können ja aber auch erstmal da reinschauen. Ja, sehr gut. Somas Brief lesen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Eivor, heute kamst du mir in den Sinn. Ich dachte daran, wie ich mich fühlte, als ich Grantabryx verlor. Die Wut, die Zweifel. Du halfst mir dabei, meine Stadt zurückzuerobern und noch so viel mehr. Du halfst mir, wieder zu erlangen, was ich in mir selbst verloren hatte. Heute sind mein Volk und meine Stadt stärker denn je. Und ich bin wieder ihre stolze Anführerin. Aber was bringt das jetzt? Sag mal. Haben wir denn dadurch neue Quests? Wir haben ein bisschen was im Inventar. Das ist wahrscheinlich wieder alles los. Kleinkram, Runen. Oder eine Rune. Das war's auch schön. Warte mal. Guck mal gerade, ob wir noch was bauen können. Weil ich weiß jetzt nicht, wie lange die nächste Szene geht, wenn ich da zu Rand gehe. Was siehst du? Habe ich das schon gebaut? Direkt nochmal ein Fest machen. Ja, die Hütte steht schon, ne? Das müsste diese hier sein. Keiner da. Oh, ich habe das jetzt gar nicht gelesen. Dann habe ich das schon gebaut, die Hütte, aber... Überblicke. Das ist das Museum. Stall und, warte mal, es gab, das ist Valka und hier unten gab es irgendwo auch eine Hütte. Ich glaube, nee, Getreidehof. Maidas Haus. Ach, da fehlt mir was zum Bauen. Ich muss mal wieder Raubzüge in Klöstern machen. Tätowierwerkstatt habe ich auch schon jetzt geholt. Kann ich aber nicht mal zeigen. Ich habe mich auch ein bisschen umgestylt. Inventar. So sehe ich jetzt aus.
Das sind überwiegend die Valhall-Segnungen, glaube ich, tätowiert. Außer für den Rücken, die habe ich noch nicht. Ja. Aber wir machen das mal alles wieder dran. Überleg jetzt aber auch gerade, na gut, die Maske, die bringt's zwar, aber die will ich in den Sequenzen nicht sehen. Ob wir nicht vielleicht auch das in den Sequenzen ausstellen, weil das ein bisschen mehr Wikinger-like aussieht, weil das ist eigentlich sehr englisch. Ach komm, wir lassen es so. Und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal sprechen wir mit Randvi. Vielen Dank, haut rein, bis dahin, tschüss.